Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ja, ich nenne das Ganze mal Tech-Check. Ihr wisst ja, Mazda, die spinnen so ein bisschen, oder? Früher kamen die mit diesen Wankelmotoren. Ne? Alle Leute haben normale Motoren gemacht und Mazda macht Wankelmotoren. Dann kam die große Downsizing-Welle. Alle haben kleine Motoren gemacht, 3 Zylinder, ne? 1 Liter Hubraum. Und Mazda, nee, wir machen weiter rein, 4 Zylinder mit 2 Liter Hubraum und verdichten das irgendwie höher. Skyactiveness. Und jetzt kommt der nächste Clou von denen. Jetzt erfinden sie einen Benzinmotor, der funktionieren soll wie ein Dieselmotor. Ehrlich. Ja, aber ich bin hier in Sofia auf der Fahrveranstaltung vom Skyactiv X, dem neuen Motor. Ich bin tatsächlich gefahren und ihr wisst, ich habe einen schweren Bleifuß, Gasfuß und trotzdem bin ich den sehr effizient gefahren. Ich möchte trotzdem wissen, wie funktioniert denn das Ding und euch da draußen auch erklären, kann ich nicht alleine, wisst ihr ja. Darum habe ich einen Experten, den Heiko Stritzel. Hallo Jan, Stritzel. Schön, dass ihr hier bist. Was machst du bei Mazda? Ich bin im R&D Center in Frankfurt tätig und bin dort für den Bereich Powertrain verantwortlich. Okay, pass auf, jetzt wieder, wir haben ein deutsches Publikum, wenn die schon hören, R&D und Powertrain, dann musst du einmal kurz übersetzen. Aber es ist schwierig für dich, weil du eh immer Englisch sprichst, ne? Das ist das Problem, aber also Powertrain ist die ganz Research and Development, also Entwicklung und... Ich kann natürlich sagen, dass ich im Entwicklungszentrum, in unserem europäischen Entwicklungszentrum arbeite. Habt ihr verstanden? Der kann auf jeden Fall was. Und du hast auch an dem Motor mitgearbeitet? Ja, wir haben relativ lange in der Vorentwicklungszeit die ganzen Ziele festgelegt, die so ein Motor hier in Europa erfüllen muss. Ja, lass uns mal uns hier so ein bisschen verteilen, damit der Eik ein besseres Bild kriegen kann. Erste Frage ist für die Leute da draußen. Wir haben ja ganz normalen Verbrennungsmotor, so einen Otto-Motor, ne? Wie ich ihn auch gerne nenne. Ihr habt mit Skyactiv ein bisschen was anders schon gemacht. Bei mir immer hängen geblieben ist nur, ihr habt ihn höher verdichtet. Kannst du da draußen den Leuten mal erklären, in einfach, was heißt denn das, was heißt denn verdichtet? Habt ihr mehr zusammengedrückt oder was soll das? Ganz einfaches Ding. Wir haben einfach das Kraftstoff-Luft-Verhältnis bis zum maximalen möglichen verdichtet. Und wenn man höher verdichtet, erhöht man einfach die thermische Effizienz eines Verbrennungsmotors. Aber jetzt, wir haben einen Kolben, so kenne ich das, ne? Der geht hoch und runter, da schütte ich Benzin rein im Prinzip. Dann habe ich irgendwo eine Zündkerze, die macht zick und dann macht das Ganze bumm. Das ist die einfache Version. Und wie kannst du da höher verdichten? Höherverdichten geht in vielen verschiedenen Dingen. Man kann einfach den Platz, den der Kolben hat, bis er am oberen Todpunkt ankommt, verringern. Das heißt, man verkleinert einfach den Verdichtungsraum, quasi den Brennraum am Ende. Okay. Und wenn man weniger Endposition hat, wenn man mehr Hub hat, dann gibt es einfach eine höhere Verdichtung. Okay, ich habe es verstanden. Ich denke, ihr dann auch. Jetzt springen wir mal ganz gewaltig. Das ist der neue Skyactiv X Motor. Und der soll funktionieren wie ein Diesel, aber auch nicht so richtig. Erklär mal, wie funktioniert er denn jetzt? Das sieht man schon am Motor. Da sind ganz viele Teile dran, die kommen einem bekannt vor, wenn man sich mit dem Dieselmotor schon mal befasst hat. Eine Hochdruckeinspritzanlage, ein EGR-System auf deiner Seite und viele andere Dinge, die wir bereits vom Dieselmotor kennen. Und wozu braucht man die? Natürlich, um den Motor in irgendeiner Art und Weise Kraftstoff verbrennen zu lassen, in unserem Fall Benzin, wie ein Diesel. Beim Diesel funktioniert das Ganze ja durch eine Kompressionszündung. Und das ist genau der Trick, den wir versucht haben, bei diesem Motor im Benzinbereich anzuwenden. Jetzt nochmal, mein Beispiel, Kolben, oben schütte ich Benzin rein, Zündkerze macht Peng, dann knallt das Ganze. Beim Diesel hast du keine Zündkerze, das ist eine Glühkerze allenfalls, kippst aber auch Benzin, also Diesel rein. Und dann dadurch, dass ich es komprimiere, explodiert er selber quasi, ne? Der Trick beim Diesel ist, dass wir einfach viel mehr komprimieren. Das heißt, wir erhöhen den Druck und die Temperatur im Brennraum, indem wir es einfach noch stärker zusammendrücken. Und irgendwann, an irgendeiner Stelle, wenn wir den Kraftstoff einspritzen, passiert schlagartig eine Verbrennung. Okay. Und das Prinzip habt ihr jetzt auf dem Benziner angewandt. Warum seid ihr jetzt die Ersten, die das zur Serienreife gebracht haben? Warum wir die Ersten sind, kann ich dir so gar nicht beantworten. Aber wir haben es einfach durchgezogen. Wir haben gesagt, das ist der Entwicklungsweg, den wir schon vor vielen, vielen Jahren als unseren idealen Verbrennungsmotorweg bezeichnet haben. Und ein Bestandteil davon war halt die magere Verbrennung mit Kompressionszündung. Und basierend auf der Erfahrung, die wir gesammelt haben mit dem Skyactiv G, der ja schon bereits im Markt ist, mit relativ hoher Verdichtung für Benzinmotoren, haben wir das System weiterentwickelt, noch weiter verdichtet. Und so lange weiter verdichtet, bis wir in der Lage waren, Kompressionszündung zu haben. Aber das war nicht das
Problem. Das Problem an der Geschichte oder die Challenge, die, wie wir sie nennen bei uns, ist, wie kann ich eine Kompressionszündung kontrollieren? Mhm. Nur noch mal für die Leute da draußen, die genauso dumm sind wie ich, ein mageres Gemisch. Ja. Was ist ein mageres Gemisch? Mager klingt schon so wie ein bisschen wie zu wenig. Ne? Ja, wie Margarine quasi. Genau, genau. Ne? Lieber Butter als Margarine. Ne? Aber wir wollen mager. Und mager heißt, das bringt der Name schon mit sich. Das heißt, wir wollen weniger Kraftstoff. Das heißt, in einem normalen Gemisch gibt es einen bestimmten Anteil an Luft und Kraftstoff, die miteinander vermischt werden. Und dann gibt es eine Verbrennung, eine kontinuierliche, durchlaufende Verbrennung. Mhm. Bei einem mageren Gemisch ist es sehr schwierig. Man hat einfach zu wenig Kraftstoff mit ganz viel Luft vermischt. Und dann passiert in den meisten Fällen nichts, wenn man einfach nur eine Zündkerze in diesen ganzen Brennraum gucken lassen würde. Mhm. Dazu braucht man Kompressionszündung. Okay, also nur noch mal, damit ich es richtig verstanden habe und ihr da draußen dann hoffentlich auch. Also ich nehme, was ich da in den Kolben, also in den Brennraum reinschütte, ist nicht nur Benzin, sondern auch Luft. Da habe ich so bestimmte Mengen, dann macht das Bumm und alles ist toll. Und ihr versucht jetzt den Spritanteil zu reduzieren, mehr Luft, weniger Sprit, damit man nicht so viel Sprit verbrennt natürlich, ne? Damit man weniger verbraucht. Und da ist dann irgendwann der Haken, dass das einfach nicht mehr Bumm machen will, weil zu wenig Benzin da ist. Genau so ist es. Man muss sich das vorstellen wie eine Kettenreaktion. Ja, wenn man wie so ein Dominostein den einen anstößt und dann geht es immer weiter, dann funktioniert das nur so lange, wie ein Dominostein da ist. Und wenn wir das mal durch Kraftstoffmoleküle ersetzen und einfach jedes dritte oder jedes zweite wegnehmen, dann passiert einfach nichts mehr. Ne? Das heißt, wir haben keine Kettenreaktion mehr im Brennraum. Und diese Kettenreaktion kann man nur wieder, oder die Verbrennung an sich kann man nur wieder herstellen, indem man überall zur gleichen Zeit im Brennraum die Temperatur- und Druckbedingungen hat, bei denen die Verbrennung wieder stattfindet. Mhm. Das nennen wir Kompressionszündung. Okay. Und das funktioniert tatsächlich, also das ist effizient. Warum ist es so effizient? Weil wir wenig Sprit nehmen. Für das ist eine sehr simple Sache. Knall. Mager heißt ja schon wenig. Ne? Ja. Und am Ende, wenn wir mit mehr Luft und weniger Kraftstoff die gleiche Menge an Energie erzeugen können, haben wir natürlich weniger Kraftstoffverbrauch. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen baff, weil ich habe es tatsächlich jetzt verstanden und ich denke da draußen die meisten auch, selbst die, die nicht so viel Ahnung von Technik haben. Aber wenn es doch so einfach ist, warum gibt es das denn eigentlich schon lange? Also das muss doch eigentlich schon ganz lange der Weg sein, dass man nur einen Hauch von Benzin nimmt und ganz viel Luft dann trotzdem fahren kann. Eine durchaus berechtigte Frage und in der Tat haben wir auch relativ intensiv an diesen Sachen geforscht, um sicherzustellen, dass wir diese Kompressionszündung unter allen in einem Motor vorkommenden Betriebszuständen erreichen können. Diese sogenannte Kompressionszündung, magere Kompressionszündung, die gibt es schon lange. Ne? Jeder forscht da dran und viele haben es einfach aufgegeben, weil halt der Bereich, unter dem Kompressionszündung kontrollierbar war, immer sehr eng war. Mhm. Ganz wenig Last, ganz wenig Drehzahl und alle anderen Bereiche, die drumherum lagen, die aber trotzdem in dem normalen Autofahrerleben vorkommen, wie Kaltstart und Warmlauf und wenig Lasten und hohe Lasten und wenig Drehzahl und hohe Drehzahl, die mussten halt mit einem anderen Verbrennungsverfahren abgedeckt werden. Heißt, man brauchte ja doch wieder eine Zündkerze an der ganzen Geschichte. Mhm. Und die Übergänge zwischen diesen Brennverfahren waren einfach immer ruckelig. Ja, man hat das gespürt als Kunde, man hat das gespürt als Fahrer. Und unser System ist, wir benutzen die Zündkerze immer. Wir benutzen nämlich die Zündkerze, um zu kontrollieren, wann die Kompressionszündung stattfindet. Okay, also schummelt ihr eigentlich so ein bisschen? Wenn man das aus der Perspektive sieht. Wir benutzen ein Bauteil, was nicht ganz mit der Kompressionszündung verbunden wird. Ja. Also im Prinzip, ich nehme ja beim normalen Otto nämlich immer die Zündkerze, beim Diesel nehme ich sie gar nicht. Und ihr sagt jetzt, ja, aber wir sind clever, wir nehmen sie trotzdem, einfach damit das geregelt abläuft und wir kein Ruckeln haben beim Motor. Wir benutzen die, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass wir unter allen Bedingungen, die ein Motor in seinem Betriebsleben erfährt, unser sogenanntes SPCCI-Brennverfahren anwenden können. Ja, das nennt sich... SP habe ich schon wieder vergessen. Ja, Spark Control, also Zündkerzen-kontrolliertes Kompressionsbrennverfahren. Okay. Ganz tolles deutsches Wort. Wir benutzen das natürlich oft in der englischen Version. Und was wir damit machen, wir verdichten das Gemisch, das sehr magere Gemisch, bis zu einem Punkt, wo es sich eben gerade noch nicht entzündet. Und deswegen haben wir auch das Verdichtungsverhältnis nochmals erhöht bei diesem Motor, um an diesen Punkt überhaupt kommen zu können. Kannst du einmal aufzeigen, wie verdichtet ein normaler, herkömmlicher Ottomotor so?
Was für ein Verhältnis ist das? Wenn wir über die Motoren reden, die wir bisher im Markt haben und auch weiterhin haben, verdichten wir mit 14 zu 1 für die Benzinmotoren. Dieser Motor verdichtet mit 16,3 zu 1. Aber nun mal, also das ist ja schon, sind ja schon hohe Zahlen. Aber wenn ich jetzt dir, was soll ich denn sagen? Ich habe zu Hause eine DS, da tun wir keinen mit weh. Ein Citroën DS, DS21 Motor ist da drin. Was hat der, was meinst du ungefähr, wie verdichtet der? Kommt Motor von 71? Genau, in diesem Baujahr reden wir wahrscheinlich über Verdichtungen von 8 zu 1, 9 okay. zu 1 also für dann, normale Benzinmotoren. Dann seid ihr jetzt fast doppelt so hoch von der Verdichtung quasi. Wir sind in der Tat auf dem Niveau, was Wettbewerber oder was standardmäßig Dieselmotoren heute als Kompression verwenden. Als okay, und das aber beim Benziner wohlgemerkt dann wieder. Und das beim Benziner. Ja. Okay. Jetzt, ich bin gestern ja zu dir gekommen, also wir faken ja hier nichts, ne? Wir haben uns gerade eben erst hier am Motor getroffen, quasi Kinder. Wir haben gestern zusammen gefrühstückt und dann habe ich nach dem Frühstück abgefangen und gesagt, also ich bin das Auto 2 Tage gefahren, am ersten Tag mal so ein bisschen nö, und am zweiten Tag ein bisschen sportlicher auch. Nach dem ersten Tag habe ich dich gefragt, Mensch, 180 PS, so fühlte sich gar nicht an, ne? Ich trete aufs Gas und dann hast du mir gesagt, du hast doch mal zurückgeschaltet, hast du mal ein bisschen Drehzahl gegeben. Und so, nein, habe ich nicht, habe ich dann gestern noch mal gemacht auf deinem zweiten Testtag und habe dann gemerkt, ja, da passiert tatsächlich was. Also, und da kam was. Ja, der braucht aber dann schon wieder ein bisschen Drehzahl halt. Ne? Was wir halt mit diesem Motor appliziert haben, ist ein normales Saugerverhalten. Ja? Das normale Betriebsverhalten eines saugenden Benzinmotors stellt sich so dar, dass man halt im Laufe der Drehzahlzunahme auch irgendwann im Bereich der Höchstdrehzahl seine Maximalleistung hat. Mhm. Und deswegen hat man halt auch das Gefühl, dass der Motor vielleicht bei mittleren Drehzahlen nicht die 180 PS zeigt, die ihr gerne oder die du gerne gesehen hättest. Mhm. Aber wenn man diesen Motor, wie zum Beispiel unseren MX-5 Motor, einfach mit einem dritten Gang oder vierten Gang stehen lässt und den über die ganze Drehzahl zieht, merkt man sehr wohl, 180 PS sind gut angekommen. Ja, nein, kann ich auch sagen. Also wenn ihr dreht, dann passiert auch richtig was. Aber da müssen wir auch ehrlich sein, wenn wir drehen, dann will er doch wieder ein bisschen mehr Benzin haben, ne? Relativ gesehen natürlich schon. Wir brauchen immer Kraftstoff. Mehr Leistung verlangt immer nach mehr Kraftstoff. Aber das Verhältnis zwischen mehr Leistung und dem Kraftstoff ist aufgrund des Brennverfahrens geringer. Jetzt, ich springe so ein bisschen, es tut mir leid für euch da draußen, aber es hält mich ja so ein bisschen aufgeregt hier. Ne? Wow, ganz toller neuer Motor. Beim Kaltstart, du hast ja gesagt, es gibt Sachen, da haben wir Probleme mit der Kompressionszündung. Ne? Ja. Da fahrt ihr den quasi wie einen ganz normalen Sky Active G-Motor dann, ne? In dem Fall. Also ihr verdichtet dann nicht ganz so hoch oder das Gemisch ist nicht ganz so mager, wenn der Motor kalt ist. Sobald er auf Temperatur ist, dann können wir das magere Gemisch einsetzen. Ist so richtig? Ist es. So okay, ist es. Gut. Ja. Das war nur eine Verständnisfrage für mich. Genau, einfach um die Bedingungen sicherzustellen, dass wir Kompressionszündung in allen Bereichen oder in den Bereichen zuverlässig anbieten können, wo sie Sinn machen. Ne? Wenn der Motor kalt ist, dann sind die Zylinderwände kalt, dann ist das Kühlwasser kalt, dann ist das Öl kalt. Und unter den Bedingungen ist es nicht so einfach, eine zuverlässige Kompressionszündung darzustellen, die halt eben fixe Bedingungen für Temperatur und Druck braucht. Habe ich verstanden, auch gestern für euch da draußen nochmal. Ich bin gestern Eik vom Flughafen, also ich war einen Tag früher da, ne? Und dann ist Eik ein bisschen später gekommen, habe ich ihn vom Flughafen abgeholt, bin losgefahren, hatte den Motor nochmal, also den Bordcomputer genullt, fahre los und dann hast du es ja immer, ne? Dann kommen erstmal Zahlen, 15 Liter, ne? Beim ersten Losrollen quasi und habe mir gar keinen Kopf mehr gemacht, bin dann zum Flughafen gefahren, hier durch Sofia die Stadt, da hast du dann so eine kleine Schnellstraße, darfst 80 fahren. Und als ich das nächste Mal geguckt habe, war ich dann bei 4,9. Ne? Also da merkt man schon, der Motor musste erst warm werden und dann hat das Verfahren eingesetzt und man ist mager und verbrauchsarm gefahren. Das hat mich echt beeindruckt. Also da war ich schon. Und das vielleicht auch mal auch gleich als Lob an dich und dein Team. Wir sind ja hier mit vielen Presseleuten und Kollegen und gestern Abend beim Abendessen hat man sich versucht quasi zu übertrumpfen, wer denn den besten Verbrauch hatte. Und teilweise sind die Kollegen mit unter WLTP-Werten auf jeden Fall gefahren. Also unter NEFZ habe ich nicht gehört. Der NEFZ bei dem Auto, was ich gefahren bin, also Sportback mit 18 Zoll Felgen und 6-Gang Handschaltung, muss man jetzt mal dazu sagen, ist der NEFZ-Wert glaube ich 4,6. Ne?
Nee, 4,5, so 4, war das. 5, und WLTP ist 5,6. Ja. Und wenn du dann mit 5,1 Liter unterwegs bist im Schnitt, und das sind ja Strecken von 300 Kilometern, die wir ungefähr zurückgelegt haben, dann ist das, denke ich, schon ziemlich beachtlich. Du bist einen halben Liter über dem NEFZ-Wert. Und das ist heutzutage ja echt schwer hinzukriegen, gerade bei den Downsizing-Motoren. Von daher bin ich ein großer Fan von euren Sky-Active-Geschichten. Das freut uns. Das Lob nehmen wir natürlich gerne an, weil wir eben auch damit die Bestätigung bekommen, dass der Weg, den wir gegangen sind, im Sinne von Kraftstoffverbrauch für den Kunden zu verbessern, richtig ist. Jetzt habe ich gelernt, wir waren vorgestern, ne, nur um euch zu verwirren, haben wir auch zusammen Abend gegessen, wir saßen aber nicht zusammen. Da war noch ein anderer Kollege und als erste Frage hat er gleich rausgehauen, ihr habt ja auch einen milden Hybrid hier, ne, Hybridsystem, warum denn nur 24 Volt und nicht 48? Wollte ich auch mal gefragt haben. Wenn man das ganz pauschal ausdrückt, dann sagt man, man schießt nicht mit Kanonen auf Spatzen. Mhm. Also man kann an solche Motoren auch größere Systeme dranhängen. Aber wie man sieht, das Ergebnis im NEFZ ist ja schon sehr gut. Ne? Mhm. Und die Motoren werden, also die Elektromotoren im Sinne von eines Startergenerators, werden nur dort benutzt und helfen dort, wo der Verbrennungsmotor sehr schlecht ist. Das heißt in den sehr, sehr frühen Drehzahlen eines Motors. Und dieser Motor ist halt einfach schon sehr gut. Das heißt, wenn wir einen sehr geringen Bereich haben mit schlechtem Verbrauch, dann können wir einfach den Motor kleiner machen. Mhm. Kostet am Ende auch dem Kunden ein bisschen weniger. Wir haben einen kleineren Motor, eine kleinere Batterie und am Ende nachher ein System, was zuverlässig funktioniert und die Fahrbarkeit und den Kraftstoffverbrauch verbessert. Mhm. Vielleicht auch nochmal für euch da draußen, die technisch nicht ganz so bewandert sind. Milder Hybrid heißt im Prinzip, wir haben hier irgendwo noch so eine Art von Elektromotor, können wir gleich nochmal erklären. Es gibt eine klitzekleine Batterie, also keine große, sondern eine kleine. Man kann ab und zu mit diesem Motording auch Strom erzeugen. Das wird dann in die Batterie gepackt, dann gibt es meistens einen Wandler und aus dieser Batterie können wir dann die normalen 12 Volt Sachen abfrühstücken, damit der Motor dann nicht mehr so viel leisten muss. Also sprich, Jan fährt ja immer mit Sitzheizung und wenn ich so ein Hybridsystem habe, ein mildes Hybridsystem, dann sorgt diese kleine Pufferbatterie, ne, die ich beim Bremsen zum Beispiel speise, dafür, dass mein Rücken warm wird, ohne dass der Motor mehr Leistung bringen muss. Habe ich das erzählt? Richtig super erklärt. Ja, die Komponenten sieht man hier ganz gut. Das ist der Startergenerator, der quasi genau diesen Aufgaben erfüllt. Der generiert Strom beim Bremsen oder beim Ausrollen. Mhm. Und die Batterie, über die du geredet hast, die befindet sich unter dem rechten Beifahrersitz am Unterboden. So klein ist sie gar nicht. Die kann das Auto für doch einige Zeit im Motor aus mit viel Strom versorgen. Mhm. Wie zum Beispiel für deine Sitzheizung. 200 Wattstunden, habe ich es richtig im Kopf? Richtig, 216. Ja. Und jetzt erklär mal einen Startergenerator, hört sich immer geil an. Früher haben wir das Anlasser genannt, oder? Ja, der kann das beides quasi. Ein Startergenerator kann, wie gesagt, den Motor starten. Und das machen wir aus jedem I-Stop heraus. Das heißt, wenn der Kunde anhält, das Fahrzeug geht an die Kreuzung, dann geht der Motor ungefähr 10 km/h vorher aus. Mhm. Ja? Und wenn der Fahrer wieder los will, dann ist dieser Startergenerator direkt mit dem Riemenbetrieb vom Motor verbunden und kann den Motor blitzschnell, ruckfrei wieder starten. Mhm. Gut. Und wenn wir bremsen, also wenn ich bremse eigentlich nicht, ne? Weil wenn ich bremse, kann er ja nicht Strom erzeugen. Oder also wenn ich wirklich auf die Bremse trete. Ja, die Eigenschaft eines Elektromotors ist, dass man ihn in beide Richtungen betreiben kann. Ja, das kann weiß ich schon, ja. Aber wenn ich jetzt auf die Bremse trete, ja, dann bremst der Motor ja erstmal nicht, oder doch? Dann bremse ich, wenn du den Gang drin hast, wenn du den Gang eingelegt hast, dann bremst du über die Fahrwiderstände des Fahrzeugs auch den Motor ab, natürlich. Ja. Also ich stelle mich nur so dumm, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst. Wir wollen es ja für euch erklären. Aber im Prinzip haben wir dann alles einmal durch. Ne? Wir haben den Skyactiv X, der funktionieren kann wie ein normaler Motor, wenn der Motor das braucht, sprich er ist kalt noch, ne? Und sobald er dann warm ist, können wir hier mit magerem Gemisch fahren, sprich weniger verbrauchen. Dazu gibt es noch den milden Hybrid, also den Startergenerator, der Strom erzeugt, ihn zwischenpuffert und damit den Motor entlastet und darum seid ihr im Moment so effizient unterwegs. So ist es. Um das Ganze zu beschleunigen, diese ganze Warm-up, diese Warmlaufphase, ne? Der Motor ist gekapselt. Und aus verschiedenen Gründen. Zum einen, damit wir halt schnell warm werden. Und wir sprechen da über weniger als eine Minute unter Normalbedingungen. Und zum anderen, um das Geräuschfeedback zu erzeugen, was wir dem Kunden geben wollen, wenn er das Auto ausdreht.
Was heißt gekapselt? Verstehe ich jetzt hier nicht. Wenn man die Motorhaube aufmacht, sieht man quasi nichts. Eine große schwarze Box mit dem schönen Skyactiv-Logo und alles andere um diesen Motor herum ist eingekapselt, um das Wärmemanagement von diesem Motor einfach besser zu gestalten. Jetzt ist das ja hier noch niegelnagelneu und letztendlich für den Zuschauer da draußen vielleicht auch ein Stück weit enttäuschend, sage ich mal, dieser Motor hier. Weil was wir kennen, sind Schnittmotoren. Ne? Ja. Alles offen und kannst du gucken. Ihr seid noch nicht so weit, uns einen Schnittmotor vorzustellen oder ihr wollt es alles noch ein bisschen geheim halten oder wie läuft das? Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Zum einen gibt es immer die netten patentrechtlichen Fragen. Ne? Okay. Und solange die nicht geklärt sind, müssen wir halt mit unserer Technik auch ein bisschen haushalten. Gut. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir keine Schnittmotoren verwenden dürfen. Schade für die Kunden, für euch da draußen. Aber wartet noch ein bisschen. Kommt schaut noch, auf YouTube, schaut auf den Channels, da wird das kommen. Ja, ich denke, wir haben das Thema umfassend und ausführlich behandelt. Ich denke, ihr konntet eine Menge lernen. Ich hoffe es zumindest. Schreibt doch bitte gerne unten in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn wir irgendwas ausgelassen haben. Ich bin ja hin und wieder mal mit Mazda zusammen und zur Not fordere ich ihn nochmal an, dass wir nochmal irgendwas detaillierter anfassen werden. Ich trete mal vor, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Bitte, Jan. Und bei euch verabschiede ich mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.